Ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar der Firma Softing IT Networks. Mein Name ist Alexander Boy, ich bin Produktmanager und freue mich, dass ich mit Ihnen heute das Produkt NetExpert 10G bzw. 10G Ethernet in the House. Das heutige Webinar werde ich aber nicht alleine mit Ihnen durchführen, sondern ich habe auch einen werten Kollegen aus dem Hause dabei, darf sich auch selber kurz vorstellen. So, ich trete mich ins Bild. Schönen guten Tag, mein Name ist Alfred Huber. Ich werde den Alexander Boy heute ein bisschen im Hintergrund unterstützen. Meine Aufgabe wird eigentlich hauptsächlich sein, Fragen zu beantworten. Also wenn Sie Fragen haben während des Webinars, nicht warten bis zum Schluss, sondern gleich im Fragenblock, was Sie da in der Menüleiste irgendwo an der Seite bei Ihrem Monitor sehen, eingeben. Ich werde versuchen, die Fragen gleich live zu beantworten und im Nachgang werden wir sie gemeinsam nochmal durchsprechen, die Fragen. Was ich auch noch gemacht habe, wir haben noch Unterlagen zum Download jetzt hochgeladen. Das heißt, diese Präsentation, die Sie gleich bekommen werden, ist hochgeladen und ein Katalog ist hochgeladen, Broschüre haben wir hochgeladen. Diese Downloads stehen nur während der Vorführung sozusagen zur Verfügung. Also überlegen Sie, ob Sie es haben wollen, aber während der Vorführung bitte. Ansonsten, das war es eigentlich schon, gebe ich dir das Wort zur Präsentation. Ja, danke, ich verschwinde wieder im Hintergrund und werde, wie gesagt, für Ihre Fragen paratstehen. Jo, also wunderbar. Viel Spaß bei der Danke, Alfred. Webinar. So, das heutige Webinar, Netzwerkqualifizierung auf höchstem Niveau, bis zu 10 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet in the house. Hier mal vorab so eine kleine Zusammenfassung, was wir heute für Themen haben, kleine Einführung über die Firma an sich, dann Datenverkabelungen allgemein, qualifizieren, zertifizieren, was ist der Unterschied, welche Märkte wollen wir denn überhaupt auch ansprechen heute in dem Webinar und die Anwendungen dazu. Unser Gerät, der NetExpert XG2, stell mal kurz vor und natürlich, wie schon vorher erwähnt, Fragen und Antworten. Kurze Anleitung zum Thema, wer sind wir, was machen wir? Das heißt, wenn wir mal kurz jetzt Fakten und Zahlen aufrufen vom Unternehmen, Sie sehen hier auch, wir haben praktisch unter dem Softing-Logo drei Firmen, ihre Standteile, Säulen, einmal die Automotive, einmal die Industrial und dann eben die IT Networks. Der Hauptsitz der Firma ist in Haber, München. Wir sind ein Unternehmen und haben auch einen dementsprechenden Umsatz, wie Sie hier sehen, über ca. 400 Mitarbeiter pro Jahr. Und Sie sehen auch, wir sind in dem Fall als Unternehmen in vielen Regionen aufgestellt. Was ist ein besonderes Merkmal auch von uns als Softing IT Networks? Man sieht hier, wir haben also verschiedene Bereiche, wie eben, dass wir schauen, dass wir immer die Technologien weiterentwickeln, dass wir einen guten, schnellen Service dementsprechend auch haben. Wenn Sie Fragen haben, deutschsprachiger Support ist für Sie natürlich verfügbar. Ja, wir sind ein deutscher Hersteller und natürlich schauen wir auch, dass die Produkte von unserer Seite hier entwickelt werden. Weltweit aufgestellt heißt also auch, die Zentrale ist in München und wir haben in den verschiedenen Regionen hier weltweit auch Niederlassungen und Produktionsstätten. Schauen wir mal kurz zu Beginn hier auch über ein kleines Portfolio an Messtechnik, das wir haben. Sie sehen mal von verschiedensten Bereichen WLAN, Sniffer, LAN, Expert hochgehend. Cable Tracker haben wir dann auch die Cable Master Serie im Angebot, also die Einstiegskabel, Prüfmessgeräte, dann eben auch hochgehend zum Bereich, was heute interessant ist, der NetExpert XG2 und ganz oben dann den Zertifizierer, das war der WireExpert. Prüfungen der Datenverkabelung, wollen wir mal allgemeine Punkte ansprechen. Das ist so eine interessante Frage, die man auch ein bisschen ableiten kann, immer unter dem, was Shakespeare mal gesagt hat, sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Das Gleiche betrifft eben auch Messtechnik. Qualifizieren oder zertifizieren. Was ist denn da der Unterschied und auf was muss man denn auch wirklich darauf achten? Ja, Messgeräte-Definitionen. Da schauen wir einfach mal rein. Verifizieren. Dann haben wir qualifizieren. Zertifizieren. Das sind eigentlich drei bekannte Schlagworte, die wir dementsprechend auch mit Geräten praktisch versorgen können. Den Einstieg, dementsprechend auch schon mit Dokumentation möglich.
die Qualifizierung, wo wir dann auch schon die Datenübertragung überprüfen mit Dokumentation oder dann obendrauf eben die Zertifizierung, wie hier mit dem Wire-Expert auch dargestellt, wo wir eine komplette Abnahmeüberprüfung machen gegenüber Standards und Normen. Was auch mal ganz interessant ist, einfach mal den Vergleich zu sehen, und zwar die Ethernet-Geschwindigkeiten und das Frequenzspektrum dazu. Das ist jetzt hier mal eine schöne Darstellung einer 500 MHz-Kurve. Könnte man zum Beispiel von einem Netzwerkanalysator sehen oder auch von einem Zertifizierer mal mit den ganzen Messkurven im Frequenzbereich. Und dazu auch mal dargestellt immer der Ethernet-Geschwindigkeitsbereich. 10BASE-T, 100BASE-T, Gigabit Ethernet. Dementsprechend auch, vielleicht nicht so bekannt, aber immer wichtiger, 2,5 und 5. Gigabit Ethernet und natürlich dann weiter hinten die 10 Gigabit Ethernet. Man sieht also auch hier in diesem schönen Bereich immer, in welchem Frequenzbereich welche Ethernet-Geschwindigkeit auch zum Einsatz kommt. Einfach mal eine schöne eine Darstellung, wo man sieht nochmal den Unterschied zwischen Frequenzen und Signalübertragung, wo die sich da dementsprechend treffen. Wenn wir uns mal die Normen anschauen, die es gibt, Sie sehen jetzt hier mal eine Übersicht von sehr vielen verschiedenen Kabel, Komponenten, Verdrahtung, Installation, Metrologie. Und das sehen Sie schon mal wirklich für die verschiedensten Bereiche natürlich ganz viele Normen und die Parameter dahinter. Für uns in der Messtechnik ist es natürlich wichtig, dass wir uns dort zwei Dinge anschauen. Das ist einmal die Zertifizierung, was dementsprechend auch ein Zertifizierer wie unseren Wire-Expert betrifft. Hier nochmal dargestellt sind auch die verschiedenen Standardisierungen, die es gibt, beginnend TIA, ISO, EC, die Senelec und dann auch die deutsche DKE, die dementsprechend dort ja auch in der Normierung mitarbeitet und dementsprechend Veränderungen mit unterstützt. TIA, amerikanisch sieht man auch schon, ist also für uns nicht so von Relevanz, aber die ISO, EC international weltweit gesehen oder die Senelec, die EN50173, das sind die wichtigen Varianten für die Abnahmezertifizierung, was aber in dem Fall mit der Qualifizierung erstmal gar nichts zu tun hat. Das ist nämlich eigenständig und das sieht man also auch hier. Das betrifft dann auch dementsprechend qualifizierende Messgeräte und das bezieht sich hier auf die Anwendungen der gemäß IEEE 802.3, die dort zum Tragen kommen und auch dementsprechend angewandt werden. Also ganz klar auch nochmal ein Unterschied zwischen einer Zertifizierung und einer Qualifizierung. Wenn wir jetzt auch nochmal darauf eingehen, ich habe Ihnen ja vorher schon mal gezeigt, verifizieren, qualifizieren, zertifizieren, dann gehen wir da nochmal drauf ein, auf die wirklichen Bestandteile und was wir da eben damit auch erreichen wollen. Prüfen, verifizieren bedeutet eine wichtige Grundprüfung. Wir schauen also einfach mal in die Verkabelung hinein und sehen, haben wir irgendwelche Fehlverdrahtungen, Probleme in der Verdrahtung, die wir natürlich auch schnell und einfach damit erkennen und später auch beheben wollen. Der nächste Punkt ist, dass man sich das Qualifizieren anschaut, das heißt die Auswertung der Übertragungsleistung. Hier schauen wir also rein, qualifizieren, Datenübertragung, wo wir auch später zum BERT-Test nochmal kommen. Wir wollen schauen, ob die Leistungen über das Netzwerk, was gefordert sind oder auch eigentlich erwartet werden, dementsprechend wirklich im Einsatz sind. Obendrauf das Zertifizieren, das ist also praktisch die oberste Schiene der Abnahmemessung gegenüber Standards und Normen. Hier wird also auch zum Beispiel ein Auftraggeber, ein Planer, Ihnen dementsprechend dann Normen vorgeben, die wir dann mit so einem Messgerät selbstverständlich auch erfüllen können. Der Weg zur richtigen Messung, also da gibt es natürlich jetzt auch ein paar Punkte, die Sie beachten müssen. Die Leistungsbeschreibung sollte absolut eindeutig sein. Also das heißt, wenn Sie ein Gewerk haben, wenn Sie mit einem Auftraggeber zusammenarbeiten, dann muss man schauen, erstmal abklären, welche relevanten Punkte denn wirklich beachtet werden sollen und im Einsatz sind. Das ist ebenfalls dann wichtig, auch der Zusammenhang von der Beschreibung und der Dienstleistungen, die wir hier in Anspruch nehmen wollen. Und darum geht es eben auch, dass wir dann dementsprechend den Inhalt von Normen und Standards überhaupt wissen und kennen und dementsprechend auch anwenden können oder dementsprechend auch beratend dem Auftraggeber nochmal zur Seite stehen kann und erklären kann, warum man jetzt die und die Norm für das und das
Gewerk den Bestandteil einer strukturierten Verkabelung auch nutzen möchte. Dann, wenn es eben nicht definiert ist richtig, wenn der Vertragsinhalt dementsprechend falsch definiert ist oder Bestandteile fehlen, dann ist es also immer schwierig, das im Nachhinein später nochmal zu klären. Deswegen also auch wenn Forderungen auftreten. Wichtig ist es immer, dass man im Vorhinein genau definiert und feststellt, welche Art der Messung oder Möglichkeit dementsprechend angewandt werden soll. Am Ende zählt es immer, was vereinbart wurde oder ist, das zählt auch. Also da muss man dann auch wirklich schauen, dass man nichts Ungenaues dementsprechend irgendwo vereinbart hat, sondern dass es definiert ist, gesetzt ist, dass die Normen genau definiert sind und danach kann man dann dementsprechend natürlich auch den kompletten Aufbau, den Einbau der Installationen und das Messen durchführen. Welche Märkte bedienen wir denn? Schauen wir uns mal an heutzutage die Datenraten. Die meisten Clients, die wir heutzutage im Einsatz haben oder die auch immer noch genutzt werden, 100 Mbit beziehungsweise natürlich Gigabit Ethernet. Das ist das, was viele, viele Jahre natürlich erstmal zum Tragen kommt. Aber wir haben natürlich eine wachsende Datenflut und auch dementsprechend brauchen wir höhere Datenraten. Datenraten heißt, wir werden höhere Formate mit Geschwindigkeiten dementsprechend nutzen, Videoübertragungen, die Server brauchen dementsprechend höhere Leistungsfähigkeit. Und das alles zu realisieren, muss man auch dementsprechend eben das die Hardware und so weiter anpassen, die genutzt wird im Gewerk und dann dazu natürlich, wenn das installiert worden ist, eingebaut worden ist, die richtigen Messungen daraus ziehen. Schauen wir uns mal Anwendungsgebiete an. Anwendungsgebiete, wenn wir hier mal reinschauen, das ist jetzt mal aufgebaut hier. Wir haben in der Mitte also Ethernet praktisch stehen. Das ist ja praktisch der Stand, wo wir jetzt praktisch von ausgehen. Und dann drumherum haben wir mal 5 Punkte. Homeoffice, Soho, Datacenter-Bereich, weiter drüben. Dann haben wir hier Produkte, Projekte, Provider, kommerzielle Gebäude, Office und Industrial Automation. Die werden wir uns jetzt mal genauer anschauen, weil, wie gesagt, die Märkte werden wachsen, haben eine höhere Datenratenbedarf von 100 Mbit, von Gigabit geht es dann weiter auf 2,5, 5 Gigabit oder natürlich auch 10 Gigabit Ethernet. Jetzt werden wir mal versuchen, die Märkte ein wenig zu definieren, auseinander zu tun, dividieren, weil es natürlich auch Bereiche gibt, wo nur zum Beispiel Elektroinstallateure tätig sind. Das betrifft jetzt mal hier den Soho-Markt, beziehungsweise den Homeoffice-Bereich. Hier ist also typische Wohnungen, Installationen, Smart Office. Homeoffice ist natürlich auch ein Thema, was immer stärker jetzt zum Tragen kommt. Kleinere Büros, kleinere Netzwerke. Und da ist natürlich auch öfters mal der typische sogenannte Elektriker gefordert, der dementsprechend Kameras installiert oder Zugriffspunkte installiert und dementsprechend auch Gebäude, Automation und Ähnliches installiert, um da einfach mal den Zugriff zu haben. Und natürlich ist es da schon mal wichtig, dass ich dann auch solche Dinge qualifiziere oder dementsprechend Fehlerbehebung durchführe. System Integration Markt, also das ist auch da, wo wir dann schon tiefer mal in die aktiven Komponenten noch reinschauen wollen. Server, Switche, Access Points, die installiert werden sollen. Da sieht man dann auch schon mal die Bereiche. Es betrifft also nicht nur das typische Homeoffice, sondern eben das wird installiert im Datacenter. Industrial Automation ist natürlich ein Thema oder auch kommerzielle Gebäude. Das sind also die nächsten Punkte, wo wir dann schon mal auch die Verkabelung natürlich weiterhin qualifizieren möchten und auch schon Netzwerkfehlerbehebung machen und natürlich auch schon schauen, welche Leistungsfähigkeit ist dann auch wirklich dementsprechend hier vorhanden. Sicherheitsmarkt ist ein Punkt, der auch dementsprechend steigend ist. Es werden immer mehr Kameras eingebaut, Überwachungssysteme sind immer mehr ein wachsender Bereich. Und auch da, die Zugriffspunkte dazu müssen natürlich kontrolliert und eingebaut werden. Und auch da haben wir natürlich dann die Möglichkeit, die Netzwerkfehlerbehebung genauer zu betrachten und das eben mit dem richtigen Messgerät. Obendrauf der Markt für den Netzwerkbetreiber, da sehen wir also auch, da gehen wir dann richtig in die IT-Welt nochmal mit rein, MAC-Adressierungen, die ganze Verkabelung der Geräte, die Qualifizierung, die Netzwerkerkennungen dazu, das sind also auch wichtige Märkte und Themen, die dann zum Tragen kommen und von Relevanz sind. Ein wichtiger Punkt, der auch steigendes Interesse
mit sich bringt. Das ist wirklich die Industrial Automation. Man sieht hier also auch, dass man dementsprechend von der 2-Paar-Verkabelung auf die 4-Paar-Verkabelung jetzt dann schon weitergeht, also auch höhere Datenraten in der Industrieumgebung nimmt. Typischerweise sieht man auch, dass man verschiedene Anschlusskomponenten hier im Einsatz haben. Also auch hier RJ45, der klassische, aber auch M12 decoded, X-coded für Profinet-Anwendungen, AX für 4 Paare, für 10 Gigabit Ethernet. Das ist auch eine sehr interessante Weiterentwicklung. SPE, wo auch dementsprechend dort die nächsten Jahre sicherlich viel Wachstum zu sehen ist und auch dementsprechend Bedarf ist, diese Anlagen, die Industrieanlagen weiter zu optimieren und zu betreuen natürlich. Schauen wir mal rein, was aus unserer Sicht auch wichtig ist zum Thema Messungen. Also beginnend nochmal, was wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben, die klassische Verdrahtungsprüfung. Ich habe jetzt einfach mal ein typisches Verdrahtungsbild aufgebaut und gar nichts drumherum. Weil das ist eigentlich jedem irgendwo schon klar, dass er sagt, okay, ich möchte sehen, ob die Verdrahtung in Ordnung ist oder habe ich Fehler drin. Also alle Arten von Fehler, offen, Kurzschluss, Schirmschluss, Kreuzungen, Split-Pair sind natürlich Themen, die das Netzwerk belasten würden, Fehler generieren würden und die wollen wir natürlich als erstes erkennen und dann dementsprechend auch beheben. Was natürlich weitere wichtige Punkte sind von diesen 4 Punkten, die wir hier definieren wollen, der Signal-Rauschabstand. Wie auch hier unten mal schön auf dem Bild dargestellt, sieht man praktisch hier das Verhältnis von der Signalleistung zum Rauschen. Und wenn hier praktisch ein großer Unterschied ist, dann können zum Beispiel Daten nicht mehr sauber gesendet werden oder erkannt werden vom Empfänger. Also da schon mal ein wichtiger Punkt des SNR, das wir hier mitmessen sollten. Ein weiterer wichtiger Punkt, der sogenannte BERT, Bit Error Rate Test. Das heißt, was ist das Prinzip? Wir generieren eine Last, tun also Signale dementsprechend erzeugen, die dann über die Leitung gesendet werden und auf der Gegenstelle dann dementsprechend erkannt und auch zurückgemessen werden. Also eine sogenannte bidirektionale Prüfung der Übertragungsstrecke auf verschiedene Leistungen, eben von 100 Mbit, Gigabit, zu 5 bis 10 Gigabit möglich. Was hier auch noch ein wichtiger Punkt ist und was man hier auch gerade schön gesehen hat, ist der Punkt Laufzeiten und Differenzen, die hier praktisch über ein Kabel dementsprechend gesendet werden. Und man sieht hier auch schon an der Struktur, dass hier nicht immer alle 4 Adernpaare gleich sind, allein die Verdrillung, die Verseilung der verschiedenen Adernpaare sind ein Thema. Und natürlich dann auch die Geschwindigkeit. Wir wollen hier erfassen, ob über alle 4 Adernpaare die gleiche Geschwindigkeit dementsprechend hin und her gesendet werden kann. Ist ganz wichtig. Auch zum Beispiel für die Gigabit-Ethernet-Signalisierung, dass das Datenpaket dann nicht irgendwo verlangsamt ist, weil ein Adernpaar dort eben die Geschwindigkeit nicht erreicht. Und somit wäre also eine aktive Anwendung auch mit Fehlern behaftet. Gehen wir mal hier in so ein Beispiel rein, das ist wie so eine, auf der Datenautobahn, beziehungsweise wir sehen jetzt hier einfach mal eine Kreuzung und wir kommen auf die Kreuzung zu und da sehen wir jetzt, okay, da ist eine Datendose jetzt in dem Fall. 2 Anschlüsse dran. Wie machen wir denn da jetzt weiter? Was wissen wir, was ist denn hinter so einer Datendose oder wie funktioniert die denn oder was kommt denn aus der Datendose denn auch wirklich raus? Das sind Punkte, das wollen wir messtechnisch ermitteln. Weil wir wissen ja nie, was ist denn genau hinter der Datendose los? Kriege ich da mal eine volle Frequenz oder ist da vielleicht gar nichts? Schlechte Qualität, nicht ausgebaut, mangelhafte Infrastruktur. Also deswegen ist es wichtig, dass wir uns da genauer mit dem Thema befassen, messtechnisch. Deswegen auch hier nochmal ganz klar ein wichtiger Messparameter, der sogenannte bidirektionale BERT-Test. Auch hier nochmal veranschaulicht. Man hat hier in dem Fall ein Handgerät und ein Endgerät, was dementsprechend genutzt wird, damit man einen gleichzeitigen Test hier auch durchführen kann. Von beiden Seiten diesen sogenannten Bit Error Rate Test durchzuführen, um auch wirklich zu sehen, dass von beiden Seiten die gleiche Leistungsfähigkeit gegeben ist und auch dementsprechend genutzt werden kann. Also ein ganz wichtiger Test, den wir mit einem Messgerät durchführen sollten. Die Frage ist immer, wird das auch wirklich im Markt so genutzt oder ist das wirklich nur eine Spezialität aus unserem Hause?
Man muss mal darauf achten, es gibt natürlich auch Anwendungen von anderen Messgeräten, die natürlich auch Netzwerke qualifizieren möchten. Hier haben wir mal ein Beispiel, zum Beispiel, es ist hier auch eine Strecke aufgebaut worden. Man sieht hier auf der einen Seite K6A-Panel, auf der anderen Seite haben wir ganz normale Datendosen noch eingebaut und dementsprechend wollen wir mal sehen, was hier in dem Fall bei so einer Art von Zertifizierung denn auch wirklich erkannt werden kann. Also auch hier wird praktisch in das Netzwerk reingemessen und dann wird eben geschaut, auf der einen Seite wie hier, okay, die 10 Gigabit Ethernet, die wir erwarten würden, sind wohl auf dieser Seite da, aber wie schaut es denn auf der anderen Seite aus? Ist da auch wirklich ein vollwertiger Test dann möglich? Oder erkenne ich dann mit dieser Art von Testung, wo ich ein passives Remote-Gerät oder Remote-Dongle dran habe, überhaupt, ob hier an dieser Datendose vielleicht nicht doch ein Fehler hinterlegt ist? Schlechtes Patchkabel, schlechte Qualität der Dosen und ähnliches. Kann also durchaus sein, dass man in diesem Testaufbau gar nicht weiß, ist die auch 10 Gigabit Ethernet tauglich oder nicht? Und wenn ich dann dementsprechend zwar eine Rückmeldung bekomme, bin ich aber eben nicht hundertprozentig sicher, ob das komplette Netzwerk sauber getestet worden ist, weil in diesem Fall hier eben kein bidirektionaler Leistungstest möglich war. Auf was man auch achten muss, komplette Autotests sind natürlich auch immer wichtig. Und da ist es schon auch so, dass man darauf achten sollte, wie ist der Aufbau dementsprechend von so Messgeräten. Was natürlich dann nicht von Vorteil ist, wenn man zum Beispiel zwei RJ45-Ports im Einsatz hat, so wie man es auch hier sieht. Das heißt, man muss umstecken. Man hat einmal für die Verdrahtungsmessung einen Port und dann hat man für die Ethernet-Prüfung einen Port. Das bedeutet also, wenn ich einen kompletten Autotest durchführen möchte, muss ich umstecken, zwei Ports benutzen. Und das ist natürlich in dem Fall nicht zum Vorteil, weil ich natürlich auch dementsprechend immer einen Steckzyklenbereich habe auf RJ45-Buchsen und der hat eine gewisse Anzahl. Und wenn die überschritten sind, dann können solche Buchsen natürlich auch mal einen Verschleiß haben, die dann dementsprechend auch mal ausgewechselt werden müssen, solche Buchsen. Und das ist in der Regel dann oft nur in einem Service-Center möglich. Dazu müssen Geräte eingeschickt werden und Ähnliches, was natürlich dann auch dementsprechend die Folge hat, dass Geräte gar nicht zur Verfügung stehen. Wichtig ist, ein Qualifizierer sollte also auch immer einen kompletten Autotest als Möglichkeit haben. Deswegen haben wir das ja auch bei uns genannt, 3 oder 4 Tests in einem. Und dazu gehört eben dann auch in der Auswertung und in dem Messbereich zuerst der Verdrahtungstest und dann dazu natürlich Parameter wie die Länge und natürlich der Bärtest. Hier mal auch abgebildet bei unserem Messgerät, beim NetExpert XG2. Wir haben austauschbare Buchsen am Hand- und am Endgerät. Das heißt, die kann man also selbstständig tauschen. Was bedeutet, der Verschleiß kann hier relativ schnell und einfach minimiert werden. Wenn da mal wirklich ein Defekt vorliegen sollte, können Sie diese RJ45-Buchsen bei uns bestellen und sofort vor Ort auswechseln. Auch hier eben ganz klar, es gibt verschiedene Verschleißthemen, das alle Messgeräte betrifft. Dazu gehört eben auch Power over Ethernet, PoE, wo wir ja auch teilweise dann eben einen Funkenschlag haben könnten. Sie sehen ja auch PoE++ bis 90 Watt beim Trennen. Dann sieht man das eben auch mal hier, dass es dementsprechend auch wirklich in den Kontakten selber Probleme geben kann. Dass hier eine Abnutzung ist, Funkenschlag und dann natürlich auch diese Kontakte früher oder später mal so weit sind, dass sie ausgetauscht werden müssen. Deswegen ganz einfach und wichtig, wir haben hier die Möglichkeit, diese Buchsen auszutauschen. Anderer wichtiger Punkt, wir haben ja nicht nur Kupfer, wir haben ja auch Glasfaser, was dementsprechend immer wichtiger wird für unsere Netzwerkumgebung. Auch hier haben wir verschiedene Funktionalitäten, die zum Einsatz kommen sollten. Wir bieten in unserem NetExpert XG2 auch die Möglichkeit, Glasfaser zu prüfen, passiv oder auch aktiv. Wenn man dann aktiv und passiv haben möchte, braucht man die Plus-Variante bei uns im Hause. Sieht man auch hier abgebildet mit Hand- und Endgerät. Das sind also dann zwei vollwertige sogenannte Mains, Hauptgeräte, die man dann für diesen BERT-Test nutzen möchte. Damit sehe ich dann aber eben auch den Verlust und auch die Länge der Strecke. Also auch schön hier dargestellt, mal einen Messaufbau, wo man dann praktisch, wenn man Chibix hier einsetzt, SFP-Module oben am Messgerät, da haben wir eben dann die Slots dafür und dann kann ich dementsprechend hier eine Auswertung durchführen.
Ganz wichtiger Punkt auch, wir können an unserem Messgerät ein Mikroskop anstecken, wie auch hier abgebildet. Das heißt, Sie können dann auch den Mikroskopmodus starten und können eine komplette Inspektion durchführen. Wir schauen uns also die Steckerflächen an mit der Mikroskopie und können dementsprechend genaue Auswertungen auch machen bezüglich dem Thema Sauberkeit, Verschmutzung an diesen Ports, die da zum Tragen kommen können. Beginnen wir noch mal ein bisschen den Aufbau von dem Qualifizierer zu sehen. Wir nehmen jetzt in dem Fall natürlich klar unseren NetExpert XG2, aber damit man einfach noch mal sieht, wie baue ich denn überhaupt so relativ schnell und einfach so ein Projekt dementsprechend auf. Ich konfiguriere das, ich nehme also mal einen Kundennamen und einen Berichtstyp, stelle ich ein. Ich wähle dann einen Kabeltyp aus, ich tue den Kabelbeschriftung definieren. Und dann kann ich den Test starten. Also man sieht es auch schon hier, da habe ich dann praktisch eine Kabelliste vordefiniert und ich kriege dann zu der Messung, die ich dann dementsprechend auch starte, hier die Auswertung dazu, den Verdrahtungstest. Dann wird daneben angezeigt der Status, der Signalrauschabstand, die Auswertung dazu natürlich, ob das jetzt voll bestanden worden ist, was ich definiert habe als Messstandard und man sieht dann auch natürlich noch Grundinformationen, zum Beispiel zu dem Thema BERT-Test, ob da hier irgendwelche Fehler angezeigt wurden. Wir haben einen sogenannten Fehlersuchmodus, sogenannte Tools, Tool-Modus, wo wir auch extra einstellen können. Das heißt, man kann also eigenständige einzelne Verdrahtungstests durchführen oder auch nur eine PoE-Erkennung. Man kann einen eigenen, nur einzelnen BERT-Test durchführen. Wir haben den Tongenerator-Modus drinnen zur Kabelsuche, wenn man also auch mal Kabel, die nicht sauber im Netzwerk dementsprechend definiert sind, dass wir die anzeigen können. Und man kann auch dementsprechend einen Link blinken lassen. Das heißt also Switch anschließen und schauen, ob die Verbindung da ist. Beim Thema Glasfaser-Lichtwellenleiter ist dann auch ein BERT-Test, Mikroskopie, ein sogenanntes Live-Light. Das zeige ich Ihnen auch nochmal später, was wir damit durchführen können. Und natürlich auch können wir den Switch blinken lassen über Glas. Beginnen wir nochmal zum Thema Kupfer. Das heißt also, wir haben hier die Verdrahtung. Wir haben den Signalrauschabstand, den Versatz. Und hier kann ich eben auch sehr schön und einfach mal einstellen, welche Art von Leistungsfähigkeit im Ethernet möchte ich haben. 1 Gig, 2,5, 5, 10 Gig, je nachdem, was ausgewählt werden soll. Ich habe dann hier für die Längenmessung den NVP-Wert, den ich vorgeben kann und dann kann ich dementsprechend die Messung starten. Dann habe ich einen anderen Punkt, das ist die sogenannte Porterkennung, also erkennt die Ethernet-Geschwindigkeiten oder auch die ganze PoE-Klassifizierung von allen 8 Klassen, die im Netz verfügbar sind, also PoE++ bis 90 Watt, wird hier wunderbar dargestellt und einfach dargestellt. BERT-Test, das ist also auch im Kupferbereich eben das, was wir vorher besprochen haben. Dieser definierte Test kann hier also auch dann dementsprechend definiert werden, welche Zeit ich haben möchte. Und dann kann ich hier auch dann nochmal die Vorgabe geben, welche Geschwindigkeit. Und am Ende der Messung sehe ich dann auch die Fehlerpakete bzw. die Rate, ob ich zu 100% Daten hin und her senden konnte oder ob ein Verlust da ist. Im Glasfaserbereich dann eben auch. Wir beginnen hier mal eben einen BERT-Test durchzuführen, auch hier nochmal dargestellt, sehr schön, zeitabhängig. Dann kriegen wir das Ergebnis dargestellt und die Mikroskopie, da haben wir auch dementsprechend den Grenzwert bzw. die Standard ISO EC61300-35 hinterlegt und mit dem kann man natürlich eine sehr genaue Auswertung machen von dem jeweiligen Stecker, wie auch hier die verschiedenen Zonen dargestellt werden mit Pass-Fail. Der nächste Punkt ist dann das sogenannte Live-Light. Das Live-Light ist eben auch dann hier eine Verlustprüfung über die Strecke. Und das ist eben, da gibt es verschiedene Einsatzbereiche bzw. Themen, die dort wichtig sind. Die Temperaturveränderungen können wir damit feststellen. Bewegungen sind definierbar auch an den Kabeln. Wenn irgendwo auch etwas geöffnet, geschlossen wird, verändert wird an der Anlage, können wir das sehr schön hier nachweisen. Also wir können Faserprobleme und Veränderungen in den Fasern durch diese Funktion Live Light im Glasfasermodus dementsprechend darstellen.
Aktive Tests ist ja auch eben ein wichtiger Punkt. Wir wollen eben schauen, das können wir über Kupfer, Glasfaser, Wi-Fi dementsprechend durchführen. Und da sieht man auch schon mal schön dargestellt die typischen DHCP-Tests, Ping-Test, Trace-Road-Test. VLAN-Erkennung ist ein wichtiger Punkt und natürlich auch CDP-LLDB-Protokollerkennung sind Punkte, die wir aus dem Netzwerk schnell und einfach auch dementsprechend bekommen möchten. Wie schaut dann sowas aus in einem Messgerät? Ich kann also praktisch mal den Link anschließen am Messgerät. Ich kriege dann hier auch Informationen. Ich mache eine DHCP-Abfrage, kriege dann auch dementsprechend die DHCP-Erkennung und dementsprechend die Informationen aus dem Netzwerk, IP-Adressen, Subnet-Mask etc. Dann kann ich VLAN-Informationen, falls die eben ausgegeben sind, auch darstellen. Und dann gibt es Punkte wie das LLDP, CDP, wo wir eben auch die Informationen, die tiefergründigen Informationen aus dem Netzwerk dann rausgeben, Switchport-Erkennung, genaue Definitionen, was angeschlossen ist. Also auch ein sehr wichtiger Punkt zur Fehlererkennung, Lokalisierung, ob ich da schon mal auf dem richtigen Port und Switch drauf bin. Netzwerkerkennung. Wenn wir dann mal einen Netzwerktest dementsprechend durchführen, haben wir ja hier auch eine Oberfläche mit verschiedenen Darstellungen. Wir schauen also mal drauf, wie viele Router, wie viele Switches sind da, wie viele Gegenstellen, wie zum Beispiel auch die Anschlüsse der einzelnen PCs im Netzwerk, kann man sich hier schön darstellen lassen. Und dann kriege ich hier auch eine schöne tabellarische Darstellung. Da sehe ich also alle Geräte dementsprechend erkannt mit einer MAC-Adressierung, IP-Adressierung, mit am besten einer DNS-Name, wenn die also vergeben worden sind, werden die natürlich auch dargestellt. Und man kann zum Beispiel, wenn doppelte IP-Adressen in einem Netzwerk noch verfügbar sind, werden die vom Gerät auch erkannt und werden dementsprechend auch rot dargestellt. Also auch wichtig, doppelte IP-Adressen, die ja praktisch eine Störung hervorgeben würden, eine Minderung der Leistungsfähigkeit, sind sofort erkennbar und Sie können das dann auch dementsprechend optimieren. Am Ende des Tages gehe ich praktisch dann drauf und diese Erkennung, der Netzwerkerkennung kann ich dokumentieren und ich bekomme dann auch dementsprechend gleich einen schönen Messreport dazu heraus über den Ist-Zustand vom Netzwerk. Zum Thema Netzwerkerkennung, wenn ich dann eben die Ergebnisse auch weiter exportieren möchte, kann ich das dementsprechend in einer Excel-Ausführung, Excel-Auswertung dementsprechend auch durchführen, hier als Format auch mal dargestellt. Oder natürlich auch vollwertige Messprotokolle. Im PDF-Bereich kann man die dann rauskommen lassen für alle Arten von Messungen, die Sie durchgeführt haben. Dazu zählt natürlich dann auch der komplette Kupfer- oder Glasfaser-Leistungstest, BERT-Test, der mit dabei ist, Verdrahtungstest, Fehlerdiagnose natürlich auch mit Pass-Fail, auch wenn ich Fehler praktisch drin habe, wird der mir genau auch gezeigt, wo der Fehler ist. Also auch ganz wichtig, die Verwaltung von Ergebnissen ist im Gerät möglich und Sie holen sich die Messdaten sofort als PDF aus dem Messgerät raus. Was für Versionen gibt es jetzt auch aus unserem Hause dementsprechend nochmal als Geräteversionen? Wir haben also verschiedene Leistungsstufen, 1 Gigabit, 2,5 und 5 Gigabit, 10 Gigabit und den Plus. Und man sieht hier also auch nochmal, wie es aufgebaut ist. Wir haben hier unten rechts mal so eine kleine Legende auch, was bedeuten denn die verschiedenen Farben. Das eine ist praktisch Kupfer, Glasfaser und WLAN und der Aufbau ist eben von 1G hoch über Lizenzierung und Leistungsstufen eben hoch zum 10G oder dann eben auch zur Plus-Variante. Die Stufen auch hier nochmal schön dargestellt, praktisch bei 1G beginnt es. Man kann mit Lizenzierung dann die Geräte aufrüsten auf diese jeweiligen 2,5 oder 10G Variante oder natürlich auch in der Plus-Variante. Das heißt, hier sehen Sie dann auch, dass man zwei vollwertige Handgeräte hat, um die Glasfasertests durchzuführen. Hier auch nochmal so eine kleine Gegenüberstellung von dem reinen Kupferbereich, was also praktisch alles im Leistungsumfang dabei ist und eben auch die Plus-Variante. Das heißt, der Plus, zwei Hauptgeräte plus noch eine zusätzliche Remote und Sie haben eben den vollen Funktionstest oder Möglichkeit damit der Plus-Variante enthalten. Was gibt es für Zubehör? Ich kann mir natürlich, wenn ich ein Plus habe, ein zusätzliches Remote dazu kaufen und kann dann natürlich auf der Plus-Variante auch zwei für Kupfer- oder Glasfaser-Passiv-Messungen Gerätesätze bauen. Weil, wie Sie es hier gesehen haben, der Plus hat ja schon ein Active Remote und zwei Hauptgeräte dabei.
Ich kann meine Geräte ansonsten natürlich noch erweitern mit sogenannten Remotes. Das sind praktisch nicht nur ein, sondern auch bis zu 8 zusätzlichen dabei, wo ich dann mal zu einer schnellen und einfachen Verdrahtungsprüfung nutzen kann. Es gibt sogenannte Port-Lokalisierung, wo Sie also auch hier nochmal dann einfach nur anstecken können an einem Port oder an einem Panel und dann dementsprechend sofort erkennen mit dem Messgerät, auf welchem Port Sie auch wirklich drauf sind. Ein Tonprobe, Portlokalisierung ist auch immer ein Punkt. Der Tongenerator ist im Gerät dabei. Der induktive Empfänger kann praktisch dazu erworben werden. Mikroskop habe ich vorher schon erwähnt, eben auch wichtig für die Glasfaserstecker-Betrachtung, wo wir auch dementsprechend einfach nochmal die komplette Prüfung dann mit anbieten können, um die Sauberkeit der Strecken auch zu dokumentieren. GBX-SFP-Module sind im Zubehör natürlich auch erhältlich, sind im normalen Geräteumfang nicht enthalten. Zum Thema Industriekonnektivität haben wir natürlich die NetExpert XG2-Serie auch erweitert und dementsprechend angepasst mit richtigen Messmitteln. Das heißt, es gibt alles auch für die verschiedensten hier dargestellten Steckertypen, dementsprechend Messkabel, Messequipment aus unserem Hause zu erwerben. Das heißt, man kann also hier den NetExpert wirklich nochmal aufrüsten. Diese Art von Industrie-Kits haben wir verfügbar für den NetExpert sowie für natürlich auch für den WireExpert. Schauen wir uns vielleicht nochmal ein paar Unique Selling Points an, die hier einfach nochmal, egal ob Sie schon ein Gerät haben und einfach nochmal drüber schauen wollten oder sich auf so ein Gerät interessieren, nochmal sehen. Also was bieten wir einfach an in diesem Qualifizierungstestbereich, der sogenannte BIR-Test, SNR, Signal-Rauschabstand, Laufzeit, Delay in Skew, die Verdrahtungsprüfung ganz wichtig, dazu passend immer mit Fehlerlokalisierung, Längendefinition fürs Aufmaß für Ihr Gewerk ist immer auch ganz wichtig. Diese Tests, und gerade eben auch der BIR-Test, ist immer bidirektional, ist ganz wichtig, weil wir damit die volle Funktionalität der Ethernet-Funktionalität im Netzwerk auch wirklich prüfen können. Die Kombination eben aus verschiedenen, wir haben einen passiven Bereich, wir haben PoE, wir haben aktive Bereiche, wir haben WLAN, Wi-Fi mit dabei, ist also eine sehr schöne Kombination, wo so sehr viele Dienste in einem beinhaltet. Wir haben einen sehr schönen großen 7 Zoll Touch, wo Sie die ganzen Eingaben relativ schnell und einfach durchführen können, um dann dementsprechend auch schnell eine Bedienung durchzuführen. RJ45-Port ist wirklich austauschbar, auch ein ganz wichtiger Punkt oben, dass wir da eben die Möglichkeit haben, schnell und einfach mal, wenn ein Verschleiß da ist, reagieren zu können. Aufrüstbar, das heißt, beginnend bei 1 Gigabit bis zu 10 Gigabit Ethernet. Wir haben verschiedene Optionen, je nachdem, was für Sie von Interesse und Bedeutung ist. Ganz klar, deswegen haben wir auch als Hersteller in dem Fall diese einzigartige Version eben extra auch nochmal mit 2,5 und 5 Gigabit Ethernet für NBASE-T. Zum Ende nochmal zum Thema Glas auf den Punkt. Die Dämpfungsfasergeschichte mit Live-Light ist also auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein einzigartiger Messparameter, der nur in unseren Geräten enthalten ist und dementsprechend auch sehr wichtig ist, nochmal zur Prüfung Ihrer Glasfaserstrecke. Mikroskopie, auch ein wichtiger Punkt, wie schon erwähnt, um eben die Steckerflächen sauber darstellen zu können. Das waren jetzt einfach mal heute die wichtigsten Informationen zum Aufbau zu den Märkten für 10 Gigabit Ethernet, wo wir also sehen, wo stehen wir heute, in welche Bereiche wollen wir weiter reingehen, was ist dazu notwendig, wie kann ich mir wirklich auch mit Dokumentation dann diese ganzen Arten von Messungen dementsprechend auch durchführen. Das heutige Webinar war der Einstieg von mehreren Webinaren, die jetzt auch in den kommenden Wochen weiter bei uns laufen werden. Das heißt, das war eben heute mal zum Thema 10 Gigabit is in the house. Wir haben weitergehende Themen dann eben auch mal zum Beispiel interessant für die Industrieanwendungen oder eben auch Schmutz tötet Daten ist auch eine sehr interessante Variante, wo wir eben auch nochmal auf die Mikroskopie losgehen oder auch einfache Glasfasermessungen für die Zukunft. Von meiner Seite wäre es jetzt erstmal gewesen, aber wir haben natürlich auch noch den Punkt, die Fragen und Antworten, die vielleicht jetzt dementsprechend doch von meinem Kollegen, vom Alfred, dementsprechend nochmal an uns herangetragen werden.
Ich drängle mich mal wieder aus dem Off ins Bild ein bisschen. So, schleppe auch meinen Laptop damit, da die Fragen auch mit drauf sind. Ja, Alex, danke für das wunderschöne Webinar. Okay. Ich habe ein paar Fragen gesammelt, die da angekommen sind während der Zeit. Ich gucke ein bisschen dahin. Buchsen, du hast gesagt, wir haben diese auswechselbaren Buchsen. Eine Frage war, klassische Frage, die kennen wir ja eigentlich. Wie lange hält so eine Buchse? Ja, also wir sagen mal, die offizielle Statement sind 750 Steckzyklen. Ja. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie Sie dann dementsprechend diese Buchsen auch wirklich nutzen, wie Sie damit umgehen. Aber das wäre so der typische Wert, der zum Tragen kommt. Ja, genau. Das ist der Normwert sozusagen für die Buchse. Der kann länger halten, die Buchse, oder sie kann auch kürzer halten. Das ist immer das Thema bei R45. Eigentlich nicht unbedingt gebaut als Messprodukt, als Messobjekt zwischendrin. Dann habe ich eine Frage, da habe ich die Antwort dann gegeben. Warum dauert es relativ lange, so einen qualifizierten Lauf zu machen? Also die Antwort, die ich gegeben habe, war, weil der Bit-Error-Test auch davon abhängt, wie viele Fehler pro Zeiteinheit gemacht werden dürfen. Das heißt, du musst eine gewisse Zeit laufen lassen, 10 Sekunden oder eine Minute und so weiter, um alle Frames sozusagen durchzukriegen, um rauszukriegen, ob was verloren geht. Ein Qualifizierer, der nach 10 Sekunden oder unter 10 Sekunden sein Ergebnis bereitstellt, macht keinen Bit-Error-Test. Genau. Also sowas gibt es am Markt, aber diese sehr, sehr schnell, aber die testen nur das Signal-Rausch-Verhältnis ab, was einer von den 4 Parametern ist, die unser Gerät abtestet. Also von daher ein bisschen vorsichtig sein, und das sind auch die Gerätschaften, wo man vorsichtig sein muss mit der bidirektionalen Geschichte. Absolut. Also aufpassen, es darf nicht zu schnell gehen, weil sonst wird eigentlich kein Datensignal übertragen dann. Dann habe ich noch, hast du noch eine Frage bekommen, oder wir noch eine Frage bekommen, LWL-Dämpfung. Ob es ausreicht, eine Dämpfungs- oder OTDR-Messung durchzuführen, um schon zu sagen können, was für Übertragung drüber läuft. Das geht daher, dass man halt sagt, ich habe eine Faser installiert, und wenn ich also Dämpfungsmessung mache oder OTDR-Messung, dann weiß ich, was an Geschwindigkeit drüber geht. Dann muss ich dazu sagen, das stimmt so nicht, weil ehrlich gesagt, die Messungen, die wir im Glasfaserbereich im Feld durchführen, mit dem OTDR oder mit dem Dämpfungsmessplatz, gehen eigentlich nur auf die physikalische Qualität der Strecke, wie viel Dämpfung da drauf ist oder wie viel Reflexion da drauf ist, was aber absolut keine Aussage darüber ist, welche Geschwindigkeit darüber geht. Und da hilft der Qualifizierer fast besser als der OTDR, wenn man sagt, ich habe einen bestehenden Backbau, der ist 20 Meter lang von irgendeiner Qualität, OM3, OM2, kann ich darüber 10 Gigabit übertragen auf Glasfaser. Und da hilft ein Qualifizierer fast besser als ein Dämpfungsmessgerät, was eigentlich nur sagen kann, okay, die Dämpfungswerte stimmen noch, oder OTDR, die Reflexionswerte stimmen noch. Was war noch für Frage da? Welche SFPs, welche Module kann man einstecken? Theoretisch kann man alle einstecken, die nach Ethernet-Standard funktionieren, aber wir sind schon ein bisschen gebrannte Kinder. Deswegen bieten wir SFPs von einem namhaften Hersteller an, wo wir wissen, dass die alle funktionieren und auch alle Funktionen unterstützen, die der qualifizierter NetExpert kann, auch dann zum Beispiel auslesen, der Pegelwerte, die drin sind und solche Geschichten. Da raten wir gerne zu unseren SFPs, damit es hier keine Diskussionen gibt. Interessante Frage auch, du hast immer wieder jetzt erwähnt 2,5G und 5G. Was machen diese beiden Geschwindigkeiten? Viele Leute kennen das nicht, weil wir alle aus der Historie kennen 100 Megabit, 1 Gigabit und 10 Gigabit. Das ist verständlich, Was ich geantwortet habe, war ganz einfach, das sind so abgespeckte Varianten von 10G mit halbierter Geschwindigkeit, kann man sagen. Und was man geschafft hat, ist, dass diese Geschwindigkeiten 2,5G und 5G auf Netzwerken laufen mit niederer Bandbreite. Das heißt, wenn ich jetzt ein 100 Megahertz Netzwerk habe, so ein Klasse-D-Netzwerk, wo wir früher einfach mal 100 Megabit drüber geschickt haben und vielleicht auch, wenn es ein gutes war, 1 Gigabit drüber gekriegt haben, kriegt man mittlerweile sogar höhere Geschwindigkeiten drüber, nämlich diese 2,5G. Aber sowas muss man testen. Und das ist auch so ein ganz typischer Einsatzbereich von einem Qualifizierer, dass man sagt, ich habe eine alte Verkabelung, will sie nicht rausschmeißen, aber ich möchte vielleicht schneller sein, weil jetzt blöderweise diese Wireless-Leute gekommen sind und verlangen für ihre Access Points da oben, verlangen die jetzt 2x2,5G Ansteuerung, damit sie ihre Geschwindigkeit rauskriegen. Und das ist der klassische Anwendungsfall, wenn jemand seine Verkabelung eigentlich gerne behalten möchte, dann braucht er Qualifizierungsmöglichkeit, ob die Verkabelung für die Geschwindigkeiten für die neueren noch tauglich ist. Das ist ein typischer Anwendungszweck. Wie gesagt, 2,5 und 5G, das ist eine Geschichte, die partiell sozusagen recht interessant ist auch dahinter. Das war schon mal die Fragen, die schnell kamen.
Nee, ich glaube, das war es eigentlich schon auf die Schnelle mal. Wenn noch Fragen jetzt im Hintergrund kommen, ich werde es nachher noch im Nachgang oder wir werden es nachher noch im Nachgang auch mit Gerne. Beantworten. Ansonsten glaube ich, gehe ich wieder aus dem Bild und überlasse dir die Verabschiedung. Vielen Dank für die Teilnahme heute und weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal bei unserer Webinar-Serie zu den Messgeräten aus dem Hause Sofing. Vielen Dank und auf Wiedersehen.